Du hast das Ziel abzunehmen, aber hast das Gefühl, dass dein Gewicht schwankt. An einem Tag wiegst du vielleicht plötzlich 2 Kilo mehr und ein paar Tage später, ein paar Wochen später auf einmal wieder 2 Kilo weniger. Wenn du den Gewichtsschwankungen satt bist, dann bist du hier genau richtig. Denn heute zeige ich dir, wie du Gewichtsschwankungen vermeiden kannst und dauerhaft schlank bleibst. Also, ich würde sagen, wir legen direkt los. Hi, ich bin die Annika von Let's Do Fit und für alle, die neu auf diesem Kanal sind, ich bin Ernährungs- und Fitnesscoach und ich helfe Menschen gesund und nachhaltig zu ihrer Wunschfigur. Ich erlebe es leider ziemlich oft, dass frustrierende Kunden zu mir kommen und sagen so, hey Annika, irgendwie, ich versuche doch alles, ich habe doch irgendwie schon gefühlt alles versucht und klar, irgendwie ein bisschen, ein paar Pfunde verliere ich immer, aber nach einer Zeit kommen diese Kilos wieder drauf oder teilweise noch mehr drauf. Und das ist natürlich sehr, sehr demotivierend auf dem Abnehmweg, wenn das Gewicht einfach schwankt, obwohl man vielleicht gar nicht mal irgendetwas an der Ernährung groß geändert hat. Die größten Gewichtsschwankungen sind in der Regel Diäten. Und es muss jetzt gar nicht die krasseste Diät sein, die du irgendwo in einer Zeitschrift gelesen hast, im Internet, in irgendeinem YouTube-Video. Low-Fat ist die Hälfte, Kohlsuppendiät oder was weiß ich, was es da alles noch gibt. Sondern es kann auch einfach sein, dass du generell einfach sehr, sehr arg darauf geachtet hast, möglichst kalorienarm zu essen. Klar, der Ansatz, etwas an seiner Ernährung zu ändern, wenn man abnehmen möchte, ist schon mal ein richtiger Ansatz. Aber was ich da häufig leider beobachte, ist, dass man die Ernährung falsch umstellt. Das heißt, das Problem ist, dass viele Menschen gegebenenfalls einfach sogar zu wenig essen. Das heißt, sie nehmen deutlich, deutlich, deutlich weniger Kalorien auf. Und letztendlich ist es zwar jetzt keine krasse Diät, die du verfolgst, aber im Endeffekt gibst du deinem Körper trotzdem nicht die nötigen Nährstoffe, die er braucht, um richtig zu funktionieren. Und das ist auch die Ursache, weshalb, klar, du am Anfang vielleicht abnimmst, du isst deutlich weniger Kalorien, als du verbrauchst, dein Körper reagiert darauf, du wiegst weniger auf der Waage, aber irgendwann mal kommt der Moment, in dem ersten Szenario, wo du sagst, okay, ich kann das einfach nicht mehr dauerhaft durchführen und du ist wieder, sage ich mal, normal. Oder das zweite Szenario ist, dass du in deiner sehr, sehr kalorienarmen, nährstoffarmen, gegebenenfalls Ernährung dich festnagelst und wirklich beibehältst. Und im Endeffekt führen diese zwei Szenarien letztendlich zu demselben Effekt, den wir natürlich vermeiden wollen. Und zwar, dass wir wieder mehr Gewicht aufnehmen. Und du fragst dich jetzt, Annika, wie kann das eigentlich sein? Warum nehme ich jetzt auf einmal wieder sehr viel zu, obwohl ich vielleicht sogar gar nichts geändert habe oder einfach wieder normal esse? Und zwar kannst du dir das so vorstellen, dass der Körper evolutionär langfristig das Ziel hat, zu überleben. Das heißt, dein Körper weiß jetzt innerlich nicht, hey, wenn es jetzt hart auf hart kommt, wenn ich jetzt richtig krasse Energie benötige, dann kann ich schnell zum Bäcker um die Ecke gehen, dann kann ich schnell zum Kühlschrank rennen und mir was zum Essen holen. Nein, der Körper ist evolutionär, sag ich mal, noch so getriggert, dass er einfach das Ziel hat, langfristig zu überleben. Er weiß es nicht, dass es jederzeit heutzutage in der Regel hier in der Region, wenn du das Video sehen kannst, dass wir da die Möglichkeit haben, jederzeit eigentlich zu essen. Das heißt, mit der Zeit kommt dieser Moment, wo dein Körper so einen Schalter umsetzt, sage ich mal, kannst du dir bildlich vorstellen und sagt, Notsituation. Und in dieser Situation fährt er den Stoffwechsel relativ weit runter. Das heißt, du benötigst für alles, was du machst, für deine ganzen Tätigkeiten, ein bisschen weniger Energie, ein bisschen weniger Kalorien. Und was er dann macht, die Kalorien, die du ihm zufügst, die versucht es so gut es geht, als Fettdepots einzuspeichern. Dass, wenn irgendeine Situation ist, wo er dann einfach mehr Energie benötigt, dass er darauf dann zugreifen kann. Und dein Körper weiß letztendlich nicht, dass du vielleicht schon 15, 20 Kilo an Fettdepots bereits hast. Das heißt, er speichert immer weiter ein und so kann es dann einfach zu Gewichtsschwankungen kommen und dann auch zum Fettaufbau, obwohl du vielleicht schon sehr, sehr wenig isst. Und ein sehr, sehr gutes Beispiel ist auch meine Kundin, die kam zu mir mit dem Problem, dass sie einfach nicht weiter wusste. Sie hat schon extrem wenig gegessen, also wirklich extrem wenig. Ein Tag sah teilweise so aus, dass sie nur Karotte gegessen hat und ein paar Datteln. Und das Gewicht blieb einfach gleich. Und das ist dann ganz, ganz wichtig, dem Körper einfach wieder die Nährstoffe zu geben, die er braucht. Ein Auto zum Beispiel ohne Benzin fährt auch nicht. Und so musst du deinem Körper auch wieder Nährstoffe geben, damit er auch wirklich wieder arbeiten kann. Das heißt, Finger weg von irgendwelchen Diäten,
von zu krassen Kaloriendefiziten, dass du erst gar nicht in diesen Teufelskreislauf kommst. Das heißt, was du anstreben solltest, ist immer eine langfristige Ernährungsumstellung, die in deinen Alltag passt und die du auch wirklich langfristig umsetzen kannst. Wenn du jetzt schon länger mit dem Gedanken spielst, abzunehmen und irgendwie klappt es nicht so recht, du weißt nicht, was ich richtig mache, was mache ich vielleicht falsch und du hast einfach nicht diesen roten Faden, diesen klaren Weg, dann klicke jetzt einfach unten auf den Link in der Infobox und bewirb dich für ein kostenloses Erstberatungsgespräch. Da gehen wir ganz individuell auf deine aktuelle Situation ein und erarbeiten gemeinsam einen Schritt-für-Schritt-Plan. Also komm ins Handeln und wenn der Link unten funktioniert, dann sind auch noch freie Plätze verfügbar. Ich freue mich, dich gegebenenfalls persönlich kennenzulernen. Bis zum nächsten Video. Deine Annika. Ciao.